So, ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, den 30. November 2019. Das ist diese Zeitung. Und auf der Titelseite heißt es, NRW kauft wieder Steuer-CD an. Daten mit Material über mögliche Steuerbetrüger könnte erneut Geld in die öffentlichen Kassen spülen. Düsseldorf. Das Land Nordrhein-Westfalen hat nach mehreren Jahren Pause wieder eine Steuer-CD gekauft. Das Finanzministerium erklärte, ein Datenträger mit Informationen über mögliche Steuervergehen sei erworben worden. Eine erste Auswertung der Datensätze sei erfolgt. Die Datensätze seien den weiteren betroffenen Bundesländern zur Verfügung gestellt worden. Zitat Anfang. Weitere Informationen kann die Finanzverwaltung aus ermittlungstaktischen Gründen sowie zur Wahrung des Steuergeheimnisses nicht mitteilen. Zitat Ende teilte das Ministerium mit. Laut Bild-Zeitung erwarb Finanzminister Lutz Lienkämper, CDU, das aus dem Staat Belize in Zentralamerika stammende Material bereits vergangene Woche. Auf dem Datenträger solle wohl eine eher kleine Zahl an Namen gespeichert sein. Sie enthalte aber offenbar äußerst hochwertige Daten. Nach Informationen der Bild enthält die Steuer-CD zwar auch Namen aus NRW, der Schwerpunkt solle aber auf dem süddeutschen Raum liegen. Das Ankaufen sogenannter Steuer-CDs hat in der Amtszeit von Finanzminister Helmut Linzen, CDU, begonnen. Dieses Vorgehen wurde dann zum Markenzeichen von Norbert Borjans SPD, der in der rot-grünen Landesregierung von Hannelore Kraft Finanzminister war. Das anfangs von der Opposition kritisierte Vorgehen des aktuellen Kandidaten für den SPD-Vorsitz führte zu tausenden aufgeflogenen Steuerbetrügern. Selbstanzeigen führten in der Folge zu großen Steuernachzahlungen. 7 Millionen Euro flossen am Ende in staatliche Kassen. DPA. Tschüss.